Einen schönen guten Tag. Ich begrüße euch hier von der ICE Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt, die es ermöglicht, dass die ICEs München-Berlin ihren Zielbahnhof in weit unter 5 Stunden erreichen. Und vor genau 5 Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal hier eröffnet. Okay, gut, die Überleitung war jetzt echt miserabel. Aber um die miserablen Dinge soll es auch in diesem Video gehen. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zum Special-Video 5 Jahre Zug 2013. 5 Jahre YouTube, die richtig, richtig cool waren. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf meinen Bahntouren und beim Erstellen der ganzen doch über jetzt 200 Videos. Und eure Kommentare, eure Unterstützung, euer Lob, aber auch eure berechtigte Kritik, die waren wirklich fantastisch in den letzten 5 Jahren. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und manche haben mir in die Kommentare geschrieben, ja, Mensch, Tobi, deine Videos sind auch immer so perfekt. Wer jetzt allerdings denkt, dass bei den Aufnahmen auch immer alles so perfekt lief, den muss ich leider eines Besseren belehren. Denn bei einer ganzen Reihe an Aufnahmen ging einiges schief. Wie zum Beispiel, ja, als ich diesen historischen Sonderzug aufnehmen wollte, ja, da musste natürlich genau in dem Moment dieser moderne Triebwagen durchs Bild fahren. Aber ich habe mir gedacht, die ganzen Szenen zu zeigen, ist irgendwie nicht so originell. Viel amüsanter fand ich da doch die ganzen Versprecher, die ich mir geleistet habe in den Videos, wo ich vor der Kamera stand. Und damit sage ich Vorhang auf für die Outtakes in 5 Jahren Zug 2013. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen und ein recht herzlicher. Okay. Gut. Den Raum, wenn da Personen drauf zu erkennen sind, erlaubt ist und... Nee, scheiße. Glücklicherweise hat dieser Anschlusszug noch gewartet, das heißt, der Intercity wurde vorgelassen. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten... ...der Wittenberger Steuerwagen sogar noch mit Drehfalltüren, also war ich echt erstaunt. Aber der Umlauf danach soll rufen. Und habe mir mal hier eine Warnweste angezogen, dann... Die auch? Ja. Dass der eben gezeigte Sonderzug dieses und nächstes Jahr noch eine, nee, nicht eine Reihe mal, unter den Vlogs. Mein Kurzvideo ist ein bisschen anders, aber ja, nee. Einen, zwei. Nächste Station, Oberhausen-Holten. Dort heißt es nämlich, dass das Aufnehmen, ja, scheiße. Nochmal neu. Die Leute gehen zur Einrichtung rein, wollen den, okay. Und steht aber schon mal fest. Und zwar, dass der eben gezeigte Sonderzug dieses und nächstes, ja, ach Mann, sorry. Eure Meinung in die Kommentare. Genau. Und der neue Fahrplan, den die Deutsche Bahn dazu gemacht hat. Denn dieser bringt neben der Reisezeitverkürzung auch noch eine Reihe an Weiterungen. Neben der Reisezeitverkürzung noch eine Reihe an weiteren Veränderungen mit sich. Das Anfertigen von personenbezogenen Daten immer die Einwilligung. Nee. Die Kapazität soll zwar etwas größer sein wie mit dem Information zur Linie Heidelberg über Bidika Mühlacker, der von ursprünglich 6:14 Uhr. Dieser Zug fällt nun leider aus. Außer man hat die schriftliche oder eine, nee, nicht die schriftliche. Zuschauer, wie viel es jetzt dann auch letztlich werden. Ob ihr jetzt noch persönlich familiär, okay, wirklich nicht. Ja, das ist doch zum Teil recht traurige und harte Weltgeschehen. Ist. Nee. Ich bin mit der S-Bahn nach. Nee, okay. Streng genommen also. Okay. So, erstmal. Okay. Findet ihr in der Videobeschreibung. Schnitt meiner Person, egal. Also irgendwas, was eben halt mit diesem Kanal oder dem Thema, was eben auf diesem Kanal. Nee. Also. Sache eben doch nicht, wenn gleich schon ein ganzes Stück weit erleichternd. Ja, okay, das lasse ich lieber bleiben. Man sieht also Personen, okay, und
Los geht's. Naja, die neue Strecke wird dabei gar nicht so. Also es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Aber jetzt geht's erstmal nach Oberhausen Sterkrade. Wie das heißt? Wissen Sie, wo ein Toilette ist? Wahrscheinlich dann in der. Ah, okay. Den Vorteil, das ganze Zugteile ganz einfach miteinander vereinigt bzw. Ah, scheiße, das war's. Okay, ja, gut. Ja, klickt da oben drauf und entscheidet, ob ihr die kurzen am besten findet. Kann ich machen, wählt davon mal eine aus und dann mache ich das vielleicht auch so. Ja, so ist es mit dem Philipp. Ihm fällt immer wieder was Neues ein. Bis drei einfahren, RE7 nach Rheine, Barbün. Technisch rum. Dosto-mäßig bin ich voll auf meine Kosten gekommen. Grundfreiheiten der betroffenen Person, also die, die man... Nee, ich mache nochmal neu. Okay. Ich hoffe, euch haben diese Outtakes ein bisschen gefallen und ihr denkt jetzt nicht so, oh Mann, ey, bei dem Deppen schaue ich nie wieder ein Video. Ja, denn ich würde auch gern weitere 5 Jahre diesen YouTube-Kanal betreiben. Mir macht dieses Hobby einfach richtig viel Spaß. Nach wie vor. Eigentlich mache ich das Hobby auch nur, damit ich eine abwechslungsreiche und kreative Freizeitbeschäftigung habe. Ja, und so vor 5 Jahren habe ich mir eben gedacht, naja, komm, letzte das mal auf YouTube hoch. Schaut vielleicht der ein oder andere auch ganz gerne an. Ja, und wenn vielleicht so 20 bis 30 Zuschauer dann regelmäßig zuschauen würde, ja, dann würde sich das doch lohnen, das regelmäßig zu machen. Ja, das war 2013. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2018 und dieser Kanal hat 8200 irgendwas Abonnenten, also deutlich mehr wie 30, ja. Anständig verschätzt, würde ich da mal sagen, aber gut, wer mir vor 5 Jahren gesagt hätte, dass ich mal 8200 Abonnenten habe, den hätte ich direkt zum Drogentest geschickt. Ja, aber gut, ihr seht, ich bin im Schätzen ganz, ganz schlecht und deswegen überlasse ich das jetzt mal euch. Ja? Schreibt mir nämlich jetzt mal in die Kommentare, was ihr tippt. Wie viel Abonnenten hat dieser Kanal in 5 Jahren? Ja, und am 4. Juli 2023 werde ich die aktuelle Abonnentenanzahl dann hernehmen und mit euren Kommentaren vergleichen. Ich werde eure Kommentare am 31. Juli hier alle in eine Excel-Liste aufnehmen und dann eben ja, 2023 mit der Abonnentenzahl vergleichen. Und derjenige, der da am nächsten dran ist, der bekommt von mir dieses T-Shirt oder einen Fotokalender oder sonst irgendwas Schönes geschenkt. Also, ich bin gespannt auf eure Tipps. Schreibt es mir in die Kommentare. Abschließend sage ich jetzt nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue. Ich trinke auf uns und auf die nächsten 5 Jahre. Wollte ich jetzt noch was sagen? Ach, das ist echt dämlich. Da weiß ich nicht mehr, dass ich nur noch Ciao bis zum nächsten Mal sagen muss. So. Gut, also, wo war ich denn geblieben? Ja, genau. Ich trinke auf euch auf die nächsten 5 Jahre. Jo, also dann, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. So. Oh Mann.